Hallo, ihr lieben Kryptorianerinnen und Kryptorianer. Hier ist wieder euer Oliver von der Wesley Cryptovision. Herzlich willkommen. Letzte Woche habe ich einen Zweiteiler gebracht. Teil 1 findet ihr hier. Da geht es um die Klage der SEC gegen Ripple. Und vor 2 Tagen habe ich noch ein News-Video über diesen Case herausgebracht. Das ging richtig gut durch. 1800 Aufrufe für so einen kleinen Kanal wie uns. Echt, war riesig. Also das Interesse ist da, ihr wollt da mehr wissen, okay. Also recherchiere ich dann immer, ich als Frühaufsteher, ich mache das ja gern und habe jetzt wieder was Neues entdeckt. Und zwar geht es um diese 63 Hinman-Mails. Dieses Video von letzter Woche könnt ihr hier angucken. Das ist es ist geil. Es ist richtiges lächerliches Schmierentheater und man sieht jetzt langsam, welche korrupten Ausmaße das bekommt. Okay, bevor ich loslege, um euch das zu erzählen, was ich entdeckt habe, bitte lasst ein Like da. Wir machen hier unglaublich viel Content. Wir investieren viel Zeit für euch. Wir möchten mit diesem Kanal natürlich wachsen und dazu brauchen wir natürlich auch Abonnenten. 1800 Aufrufe, ein paar Abos mehr und nur 137 Likes für das Video. Das kann ja nicht passen, okay? Also fordere ich euch auf, lasst ein bisschen Liebe da, setzt ein Like, abonniert den Kanal, es wird immer wieder Neuigkeiten geben. Und heute kommen wir zu der neuesten Neuigkeit. Am 14.06. hat das Gericht die SEC aufgefordert, eben diese 63 Mails und Memos bei Gericht einzureichen. Es geht dann immer noch um diesen Rechtsstreit, was öffentlich gemacht wird und was nicht. Die SEC versucht auf Biegen und Brechen zu verhindern, dass die beklagte Partei, sprich Ripple, Einsicht in diese Nachrichten bekommt. Und das Gericht hat jetzt gestern, am 16. Juni, endlich diese E-Mails bekommen. Das Gericht checkt es jetzt durch, was geschwärzt werden kann und sollte und was nicht, was fällt unter das Anwaltsgeheimnis und was nicht. Auch da wieder der Hinweis auf die Mail von vorgestern. Ich link's noch mal rein hier. Hochinteressant. Und diese ganze Streiterei ist echt Burner. Jetzt hat also die SEC diese 63 Nachrichten eingereicht bei Gericht und hat dieses unterteilt in 3 Kategorien. Jetzt muss ich mal auf die Zettel gucken, weil das ist ein Haufen Stoff heute. Okay, Kategorie 1 enthält E-Mails und darin geht es um rechtliche Fragen. Diese Mails wurden innerhalb der SEC ausgetauscht. Ich muss das mal anmerken. Wir dürfen nie vergessen, dass die SEC behauptet, dass die Hinman Free Pass Speech, in der ja Hinman geäußert hat, dass Ethereum keine Security ist, genauso wie Bitcoin, dass das immer Bill Hinmans private, persönliche Meinung war. Und das niemals Meinung der SEC. Okay. Diese Mails zwischen Bill Hinman und David Frederiksen, der oberster Rechtsberater war der Abteilung für Unternehmensfinanzierung, die von Bill Hinman damals geleitet wurde. Wir sprechen ja noch von 2018. Also der Consigliere hat also rechtliche Fragen mit Bill Hinman ausgetauscht. Dann gibt es die zweite Kategorie, in denen sind enthalten Mails und Memos aus dem Juni 2018. Und das sind auch Entwürfe von dieser Rede schon enthalten. Also hier wurde schon die Rede hin und her geschoben. Mit implementierter Rechtsberatung bezüglich dieser Rede. Und darin waren beteiligt ja nicht nur der Consigliere von dieser Abteilung für Unternehmensfinanzierung, sondern auch Mitarbeiter aus den Abteilungen von Trading and Markets und von Investment Management. Also reden wir schon über 3 Abteilungen der SEC, die sich darüber ausgetauscht haben. Natürlich immer Rechtsberatung, natürlich Anwälte, aber nochmal zur Erinnerung, dadurch, dass die SEC behauptet, dass das Bill Hinmans persönliche Meinung war, kann er keine Rechtsberatung holen von den Anwälten der SEC. Okay, das hätte er privat machen müssen, hat er nicht.
Wobei er eigentlich sehr finanziell verwoben war mit dieser Anwaltskanzlei, die mit der Ethereum Alliance zusammenarbeitet. 15 Millionen Gründe, ihr erinnert euch. Okay, und dann, wie gesagt, schon Entwürfe mit Rechtsberatung etc. Abteilung 3. Dort waren wieder beteiligt die Abteilung für Unternehmensfinanzierung, Trading and Markets und Investment Management. Zusätzlich, und jetzt wird es richtig wüst, OGC, General Counsel der SEC. Oberste Consigliere von der SEC. Ihr versteht, worauf ich raus will. Auch die waren involviert. Also, jetzt hat die Richterin das wunderbare Vergnügen zu gucken, was denn da jetzt eigentlich geschwärzt werden muss und was nicht. Wir müssen uns mal erinnern. Es gab hier Rechtsberatung innerhalb der SEC. Und Bill Hinman hat bei dieser Speech und Bill Hinman hat 3 Tage vorher in dieser dritten Kategorie war auch ein kompletter Redeentwurf enthalten mit Rechtsberatung. Das heißt, wenn die ganzen Rechtsberater und Rechtsanwälte der SEC diese Rede freigegeben haben, und davon gehe ich aus, ich glaube nicht, dass da irgendwo das Wort Ethereum auch nur ansatzweise aufschlägt. Okay, für euch zum Verständnis. Die SEC wehrt sich auf Biegen und Brechen, das öffentlich werden zu lassen. Okay, also, darum auch dieses Gefecht um die Veröffentlichung. Es geht hier gar nicht mehr bei diesem Rechtsstreit, geht es nicht mehr darum, ob XRP eine Security ist. Meiner Meinung nach hat Ripple bis ins Jahr 2018, als dieser Free Pass kam, also innerhalb von 5-6 Jahren, haben die also schon Geld verdient mit dem Verkauf der XRP-Tokens. Okay, sollten die jetzt dazu ein Settlement machen, also sprich eine außergerichtliche Vereinbarung zwischen Ripple und SEC, werden die schon eine Strafe zahlen, gehe ich davon aus, eben für diese 2-3 Jahre. Ist meines Erachtens legitim. Aber der komplette Markt hat auf diese Speech reagiert von Bill Hinman am 14. Juni 2018. Okay, was passiert jetzt? Settlement ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich mache keine Rechtsberatung, Freunde. Ich bin auch kein Anwalt. Ja? Also, was wird jetzt passieren? Meiner Meinung nach kommt es zu einem Settlement. Ripple zahlt keine Ahnung was, irgendeinen Preis. Und dann haben wir regulatorische Klarheit für diesen Coin. Für Ripple, für XRP. Was bedeutet das? Auch wenn die Märkte jetzt am Boden sind, aufgrund aller möglichen Dinge, die gerade eben mit denen wir jetzt konfrontiert sind, Krieg, Lieferketten, Zusammenbrüche, Nahrungsmittelkrise, Gas, Öl, ihr wisst Bescheid, wird es zu einem Settlement kommen und dann geht der Preis nach oben. Ob er das alte All-Time-High von $3,80 oder $3,50 erreicht, weiß ich nicht, aber ich denke, wir werden uns dann in dem Bereich bewegen, wo der XRP-Coin hingehen wird. Ja, und dann haben wir noch eine nächste Aussicht, und das ist der 11. August, aber da gehe ich bei einem anderen Video nochmal ein, das ist auch hochspannend. Okay, so, das war jetzt, die Mails sind raus. Die Mails sind nicht raus für uns, aber fürs Gericht. Das nächste, was passieren wird, die Richterinnen werden jetzt Zeit haben, das mal so durchzugucken, und dann werden sie irgend so ein Hallo an die SEC senden nach dem Motto, einigt euch, sonst wird es bitterböse. Okay, das war's jetzt mal von mir. Abonniert den Kanal. Liked, wenn euch gefällt, was ich hier tue. Und ansonsten von Herzen immer der Wunsch, ey Leute, werdet Zeit und bleibt gesund. Das ist das höchste Gut, das wir haben. Schönes Wochenende.